Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Yudel. Wir haben die Nacht hier in unserer gefundenen Hütte verbracht. Und was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist das Ganze gelootet. Mal gucken, was sie uns Schönes dagelassen haben. Vielleicht können wir ja was gebrauchen. Weißes Fleisch. Na, okay, brauchen wir jetzt nicht. Bolzen, die nehme ich mit. Apfelbaumstecklinge. Was? Warte mal, die brauche ich ja. Ne, Qualität 11. Qualität 11, Qualität 11. Komm, zur Not können wir sie verkaufen. Schauen wir mal. So, dann, ups, die Karte. Die brauche ich. Dann reiten wir mal weiter. Über Stock und über Stein. Abgrund hinunter. Mal gucken, ob wir noch irgendwelche Apfelbäume finden. Vielleicht welche mit recht guter Qualität. Da unten ist noch eine Hütte. Läuft aber gerade keiner drumherum, oder? Das Trainingsfeld. Gab man das nix drin? Ach, wie hübsch. Dann gucken wir doch mal. Können wir davon irgendwas gebrauchen? Schmiedehammer Qualität 9. Du kannst den Dopfpfeife rauchen. Schmelztiegel Qualität 20. Und das Wasser hat wahrscheinlich, ja, Qualität 10. Dachte ich mir schon. Vielleicht sind wir auch einfach nur verwöhnt. Auch nichts Berauschendes hier drin. Maximal der Pilz. Leer. Na gut. Aber wir sind ja hier nicht da, um Sachen aus den Gebäuden zu looten, sondern eigentlich um Apfelbäume zu finden. Was ist das? Guck mal, da ist ein Kanickling. Feldhase. Das ist ein Rennhase. Gerade gucken. Kein Monument hier dran. Wenn man F4 gedrückt hält. Ja, laufen wir doch in die Füße. Wenn man F4 gedrückt hält, kann man sich die oder den Radius des Monuments ein. Zeigen lassen. Das ist ganz praktisch. Kann man gucken, ob eine Siedlung bewohnt oder verlassen ist. Da ja verlassene Dörfer freiwillig sind, schauen wir uns einfach mal um. So, wir parken. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall Apfelbaumstecklinge. Ja, geht auch. So ein Apfelbaumsteckling in Münzform. Aber echt nur Schrott hier drin. Herkatsakra. Oh, ey. Bin ich schon überladen? Nicht Gegenstand untersuchen. Das wollte ich auch nicht. Ach, Mann.
Aller guten Dinge sind drei. Öffnen. War klar. Ja gut, das sind die Früchte dessen, was wir suchen. Warum sind die Münzen wieder so schwer? Noch ein Lagerhaus, mal gucken, was da drin ist. Das Fleisch. Haben die denn keinen... Wie sagt man so schön, Förster hier? Das ist das Essen? Das könnte sogar gar nicht mal so unwichtig sein. Gebratener Kabeljau. Kartoffeln mit Pilzen. Fischkuchen. Das ist eine Gemüsesuppe. Die Gemüsesuppe ist, glaube ich, doch mit vier Zutaten. Die könnten wir uns mitnehmen. Gebratener Hering. Die nehmen wir uns mit. Wir sind da schon bald wieder am Maximum. Ach, Mann. Noch mehr Äpfel. Also mit Apfelbäumen sind wir jetzt echt nicht gesegnet. Sieben Stück haben wir jetzt ergattert. Nope. Hauptsache ein paar Steinstufen gemacht, dann kommt man nicht hoch. Rüstung, da steckt ein Stiel drin. Oder mehrere. Knochen. Was ist denn das hier? Erfrischender Cocktail. Konditionen wiederherstellen und senkt maximale Ausdauer. Das ist aber keine gute Mischung. Was haben wir hier drin? Alkohol. Sieht jetzt nicht danach aus, dass wir irgendwie an Stecklinge kommen. Oh, ein Topf. Ah, das ist schon leer gelootet. Na komm, was ist denn los? Wegen dieser Nachricht hat es länger gedauert, oder was? Alter Schwede, das Ding ist ja komplett... Die Siedlung ist fast komplett leer. Kleines Fachwerkhaus. Vielleicht war da der Förster drin. Nö. Ah, da liegt Holz davor. Das könnte der Förster sein. Bitte, bitte, bitte. Schreinerei. Das klingt schon ganz passabel. Die Fässer gehören zum Haus. Zwei Schränke drin. Nein, lass den Unsinn. Leer. Nein! Verdammt! Nah dran, nah dran. Aber
Ich sehe hier auch in der Ferne keinen einzigen Apfelbaum. Das gibt's doch gar nicht. Aber die haben ja geschrieben, dass da sowieso mit dem Baumwachstum sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat und soll im nächsten Patch ja behoben werden. Auf den habe ich jetzt gewartet, aber irgendwie kam da partout nix. Letzte Woche haben sie geschrieben, sie arbeiten noch am Finish. Und seitdem habe ich nichts mehr gefunden dazu. Anscheinend ist da noch... Was ist denn das da hinten? Achso, eine Baustelle für ein Monument. Anscheinend ist da noch irgendwo ein Fehler, den sie nicht so einfach beheben können. Bin mal gespannt, was das neue Update bringt. Ups. Nanu, da hat jemand gebuddelt. Jetzt komme ich da nicht hoch. Baustelle für eine Burg, da bleiben wir mal lieber hier weg. Aber hinten auf dem Berg stelle ich mich, um zu gucken. Mein Pferd braucht eine kurze Pause. Hey, bleib mal stehen. Naja, so wie sie sehen, sehen sie nix. Achso, Quatsch, das ist ja... Ach, guck mal da, es könnten da unten doch welche sein. Hat ja mittlerweile auf Sommer gewechselt und ich suche die ganze Zeit noch diese weißblühenden Bäume. Absetzen bitte. Ja, guck mal einer an. Nach dem falschen Ausschau gehalten. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Skill aus? 37. Da ist einer dazugekommen, ne? 42, das ist unser Maximum. Der sieht echt traurig aus, der sieht noch ganz passabel aus. Bin mal gespannt. Dann wenigstens so 10 hätte ich doch schon ganz gerne. Was ist denn das jetzt? 39. Naja. Unterholz, Unterholz, Unterholz. Kein so guter Apfelbaum. Da hinten sind noch ein paar. Aber was ich so gelesen habe, dass es da ein großes Waldsterben überall geben soll, sind wir hier noch verschont. Jetzt
Sicherheit wegen der Nachhaltigkeit. So, das ist 41. Ja, das ist schon ganz gut. Jetzt haben wir doch 10, ist ja schon mal etwas. Und das war nochmal ein 42er, das ist sehr gut. Könnte es von der Qualität her... Da könnte auch noch passen. Gucken wir einfach. Wir haben ja da Qualität 11. Mit Sicherheit kriegen wir die ein bisschen hochgepusht. Ja, hat auch funktioniert. Der da hinten sieht nicht so toll aus. Haselnusssträucher wollte ich auch noch gucken, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Mein Pferdchen hat Zuckungen. Das ist Unterholz, ich dachte gerade, das wäre eine Haselnuss. Da unten steht noch ein Apfelbaum. Na, nicht gerade der beste, aber besser als gar nichts. Absitzen. Dadurch, dass wir jetzt die schweren Münzen aufgenommen haben. Warum auch immer die wieder ihr Gewicht zurückgesetzt haben. Oh, eine Straße. Ende einer Straße. Oh, guck mal da. So kleine verlassene Dörfer, kann man ruhig mal gucken. Die sind aber meistens schon geplündert. Gott, das ist ja alles leer. Oh. Oh. Passt das noch? Gerade so. Nichts, nichts, nichts von Belang. Was haben wir da drin? Oh Gott. Ich werde immer langsamer. Da fällt mir gerade ein, ich muss das Ganze ja noch rüber auf die, auf unsere Insel bringen. Wenn ich überladen bin, kann ich ja nicht schwimmen. Oder ist ein Apfelbaum? Brut. Langsam. Das Pferdchen hat echt Zuckungen.
Schaden 36. Ja, kann man auch lassen. Ja, langsam, sehr, sehr langsam steigt auch mein Skill. Ich muss mehr Bäume pflanzen, damit es schneller geht. Mein Haselnussstrauch habe ich jetzt immer noch keinen gefunden. Das ist Unterholz. Es wird dunkel, das ist gerade echt unpassend. So, da haben wir nochmal ein Äpfelchen. Apfelstöckchen. Ne, Steckling. Was? Achso. So, was haben wir denn da? Da hinten versteckt er sich. 38. Oh, Platz hier. Upsi. Oh, jetzt ist aber sehr, sehr dunkel. Ah. Gut, wir werden jetzt eh. Oder ich werde jetzt eher nach Hause reiten. Und mal gucken, dass wir dann in der nächsten Folge die Bäume aussetzen. Einpflanzen. Werden nicht ausgesetzt, ich brauche sie noch. Aussetzen kann man immer so schön missverstehen. Wie ein Hund, der ausgesetzt wird, aber das. Nee, das machen wir nicht. So. Vollgas. Da ihr jetzt sowieso so langsam nichts mehr sehen werdet, genauso wenig wie ich. Ja, verabschiede ich mich mal für die Folge, die ist jetzt ein bisschen kürzer geworden. Und ich werde das Ganze dann mal rüber auf die. Wir kommen in das Schläfers Schmiede. Mal rüber auf die Insel bringen und ja, bei Tagesanbruch dann mal einpflanzen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.